Congratulations. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hogwarts Mystery. Und für mich wird es wahrscheinlich ein kurzer Spaß, weil wir werden jetzt erstmal wieder Energie grinden müssen für die 7 Sterne in Reparo. 7 ist halt echt, ne? Boah, das ist so eine Menge 7 Sterne. Das ist der Hammer. Aber da kennt das Spiel keiner Barm. Wir müssen uns ja einschleimen hier bei McGonagall. Das Klassenzimmer ist immer noch schön. So, komm. Dann zeig mir doch mal, wie man Reparo lernt. Warum ist Reparo eigentlich im Verwandlungsunterricht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ist doch eigentlich auch ein Zauberkunstzauber. So an sich. Weil er verwandelt ja nichts. Lecture? Wieso ist das Spiel auf einmal auf Englisch? Okay. Ich habe eine Lektion zu diesem wichtigen Thema vorbereitet. Hören Sie gut zu. Okay. Ich gucke mir erstmal. Das hat Stil gehabt. Die kann schon was, die McGonagall. Der Globus bringt nicht so viel, aber sie selber auch nicht. Dann gucken wir uns erstmal den Globus an. Dieser Globus ist antik. Ich bin richtig klug und habe wichtige Feststellungen gemacht. Oh, aber das gibt viel. Das gibt einen Stern für 5 Energie? Krank. Das ist krank. Ich bin dazu verleitet, den Edelstein zu nehmen, aber ich glaube, das wäre dumm. Ich nehme Mut. Wir müssen so hart unsere Attribute nachziehen. Und jetzt werden sie sehen, ob sie aufgepasst haben. Wie? So viel haben wir noch nicht gemacht. Welcher Zauber verwandelt ein Objekt zu Stein? Das ist... Also Nox ist es nicht. Nox macht ja Lumos aus. Ich habe keine Ahnung, was Duro ist. Habe ich noch nie gehört. Petrificus Totalus macht ja quasi... Ist ja eigentlich nur eine Ganzkörperklammerfluch, heißt der auf Deutsch. Der verwandelt einen ja jetzt nicht direkt zu Stein. Man ist zwar bewegungsunfähig, wie Stein, danach, aber ist ja schon was anderes. Wir nehmen Duro, auch wenn ich nicht weiß. Okay. Interessant, man lernt immer was Neues, ne? Keine Ahnung, was das für ein Zauber ist. Ich weiß auch nicht, ob der jemals irgendwo in irgendeinem Buch vorgekommen ist, aber hey. Passt schon. Ah, da freuen wir uns. Da geht's übrigens in den Verwandlungsinnenhof. Kennen wir aus den anderen Harry Potter Spielen. Na, demonstrieren wir mal. Die guckt so die Shields voll. Bitte setzt euch, Schüler. Wir beginnen mit Verwandlung. Ach, der Typ wieder mit seinem komischen Schal, ne? Der geht mir auch echt auf die Nerven. Was soll ich denn hier anklingen? Ah, jetzt. Sie musste nur kurz zeigen, wie krass sie ist und wie toll sie Katzen verwandeln kann. Bedächtig sein. Ihr Bruder saß immer mit demselben Blick in meinem Unterricht. Ja, den hat das halt auch einen Scheiß interessiert, was wir hier machen. Was kann ich denn anklingen? Ach, das Schild. Oh, 5 Sterne. Was auch immer ich hier gerade... anklicke, ich bin mir nicht sicher. Nice, reicht für die nächsten. Ja, 15 Wissen ist gut, nehmen wir mit. Gold, wie gesagt, brauchen wir nicht so viele. Meine lieben Schüler, sehen Sie her. Ich werde die korrekte Technik demonstrieren. Okay, das ist der wichtigste Teil, passen Sie also besonders gut auf. Ja, das macht schon Sinn, dass die Technik das Wichtigste ist beim Zaubern. Die Technik ist bei vielen Sachen das Wichtigste, ja. Kleiner Rat fürs Leben. Sie macht sie gut mit der Katze. Aber den haben wir doch schon gelernt. Hier, Reparifage können wir doch. Wir müssen Reparo lernen mit McGonagall. Na? Study. Schöne Statue da im Hintergrund. Bitte gehen Sie für den heutigen Unterricht das Buch und Ihre Notizen durch. Wie immer. Ja. Das Buch. Was nicht da ist. Er hat aber eins. Mal schauen. Das ist einfacher, als ein Streichholz in eine Nadel zu verwandeln. Das haben die auch gemacht schon. Stimmt, das ist das, was sie im ersten Buch, glaube ich, auch machen müssen, ne? Wo Hermine dann die Einzige ist, die das hinkriegt? Oder die... In irgendeinem Teil... Ah, ne, warte mal, wir sind ja schon im zweiten Schuljahr. In irgendeinem Teil müssen die das auf jeden Fall machen. So ein Nadelkissen... Ein Igel in ein Nadelkissen, glaube ich, verwandeln? Oder andersrum? Nee. Ach, keine Ahnung. Ja, sowas in der Art auf jeden Fall. Ja, erstmal, während sie hinter einem steht, mit dem Nachbar plaudern. Das ist immer eine gute Idee. Oh, Billingsley muss nachsitzen, glaube ich, oder sowas. Wer auch immer Billingsley ist. Ja, wir müssen aufholen. Empathie haben wir genug. Psst, gib mir den Zettel. Ach, Rowan, ey, nur weil ich so klug bin,
Ich dachte, Rowan ist hier der Streber in der Klasse. Was machen wir denn hier gerade? Hä? Welche Linie? Da ist keine Linie. Boah, habe ich die blind nachgezeichnet? Ich bin schon krass drauf manchmal. Ja, was habe ich jetzt? Ja, Rowan freut sich, ne? Aber ich habe jetzt keinen Zettel. Das war der dümmste Move ever. Ja, okay, hat sie nicht gemerkt. Study Transfigural Alphabet. Okay. Kommen Sie bitte alle nach vorne und sehen Sie sich meinen Eintrag auf der Tafel genau an. Ja, irgendwie gibt es in Verwandlung so komische Zeichen, die man anscheinend kennen muss. Ich weiß nicht, ob das Zauberstabbewegungen sind, aber der hier so, das wäre schon eine komische Bewegung, ne? Das sind so irgendwelche Runen. Das sieht sehr seltsam aus. Ich lese die Zauber von ihrem Hut ab. Obwohl, sie hat sogar auf ihrer... Gut, dass sie den Text so gründlich lesen. Ja, danke, danke. Sie hat sogar auf ihrer... auf ihrem Gewand, auf ihrem Umhang, soweit ich das weiß, so Runen drauf. Auch im Film und im Buch. Obwohl, im Buch weiß ich gar nicht. Im Film auf jeden Fall. Ja, da nehme ich das Gold. 50 ist eine Menge. Deswegen, theoretisch könnte man... Haben sie es hier auch gemacht? Nee, es sieht nicht so aus. Aber theoretisch könnte man sogar von ihrer Kleidung alles Wichtige ablesen. Sind Sie ganz bei der Sache? Bitte passen Sie gut auf. Ja, ich habe mir gerade was anderes angeguckt. Tut mir leid, McGonagall. Aber ich finde es gerade echt interessant, dass wir so viel Energie gerade haben, dass wir fast die 5 Sterne holen. Ohne Probleme. Toll. Die sieht so richtig komisch aus, McGonagall, ne? Die ist wie so ein Reptil. Die hat so eine komische Nase, so eine Voldemort-Nase. Hone Skills? Was heißt das denn? Alle Zauberstäbe in die Luft. Stellen Sie sich für den nächsten Teil bitte hin. Mann, Rowan denn da? Der hat ja wohl die absolut schlechteste Zauberhaltung. Er ja auch so halb gut, und aber wir natürlich vorbildlich, wie immer. Wir sind auch konzentriert, ist ja klar. Bei den Hone Skills. Wenn ich zaubern muss, muss ich mich auf die richtigen Worte konzentrieren. Ja, das üben wir jetzt erstmal. Und dann haben wir hoffentlich beeindruckt. Ich werde langsam besser. Hoffentlich ist McGonagall beeindruckt. Oh, 1000? 40 und 1000. Oh, 1000. Ich meine, 40 ist schon verdammt viel, aber 1000? Tut mir leid, 1000 Gold. Da spricht der Pfennigfuchs aus mir. Das kann ich nicht liegen lassen. Sie müssen sich aufs Äußerste konzentrieren und die Kraft ihres Zauberstabs richtig anzuwenden. Okay. Wie oft konzentrieren wir uns eigentlich in diesem Unterricht? Der ist ja schwieriger als alle Zauberkunststunden zusammen. Und Flugstunden. Aber wenn man es kann, dann kann man es halt einfach, ne? Guck mal, die Lehrer sitzt da noch an seinem Buch, während wir schon zaubern. Guck mal, hier 10 Punkte Wissen haben wir jetzt auch dadurch gekriegt. Also es passt schon. Okay. Da auch noch ein bisschen Wissen, bisschen Hauspokal-Dinger. Und schon 5 von 7. Und das hat richtig gut gereicht mit der Energie. Das wundert mich gerade echt. Das ist ja echt interessant. Sie haben mich beeindruckt. Gut gemacht. Ich muss jetzt in den Unterricht, aber ich melde mich, um Ihnen Revelio beizubringen. Ah, okay. Ich musste also gar nicht Reparo fertig lernen. Werden wir aber noch müssen, um das Kapitel abzuschließen. Sondern ich musste nur ein bisschen anfangen hier in dem Unterricht und dann... bringt sie uns alles Weitere bei. Ich glaube, für Merulas Rache brauchte man auch, soweit ich das weiß, Energie. Ist das richtig? Ich glaube schon, deswegen können wir das jetzt gerade auch noch nicht machen. Wir haben noch ein bisschen Restenergie. Also theoretisch könnten wir noch anfangen, die letzten 2 Sterne für Reparo zu holen, weil irgendwann muss es ja gemacht werden. Das gehört ja leider zum Kapitel dazu hier gerade. Und ich meine, so viel... Ja, hier ein Stern, also... Eine Stunde Zeit für 2 Sterne. Wir haben noch 7 Energie, also da dürfte sogar vielleicht noch ein Stern gehen. Ein bisschen Glück und dann... Mal gucken, wo es hinführt. Ich habe eine Lektion zu diesem wichtigen Thema vorbereitet. Ja, ja, das kennen wir ja schon. So, sie liest uns jetzt erstmal wieder vor. Warnung, Beherziger. Reparo ist ein richtig gefährlicher Zauber, ey. Damit kann man Sachen... Ein solch komplexer Effekt erfordert Konzentration, wie Sie sehen können. Ja. Nicht, dass ich da noch das Falsche wieder zusammensetze. Das wäre ja katastrophal. So, jetzt, vielleicht sollen Sie sich einen Brieffreund aus Bouvatons suchen. Warum sollte ich einen Brieffreund aus Bouvatons wollen? Franzosenpack. Ich weiß jetzt nicht genau, weil ich es noch nicht genau verstanden habe, wie das jetzt mit der Energie funktioniert. Ob ich jetzt da was wiederkriege, was ich unnötig verbraucht habe, oder ob das jetzt gespeichert wird, bis ich mich wieder einlogge. Ich hoffe, das wird es. Und dass ich dann jetzt quasi so eine Dreiviertelstunde auflade und dann voll bin und dann das... ganz entspannt zu Ende durchziehen kann. Das wäre meine Wunschvorstellung. Mal schauen, wie es läuft. Wir sehen uns gleich. So, jetzt muss es schnell gehen. Wir haben nur noch 10 Minuten. Und wie man sieht, das neue Energiesystem fuckt so dezent ab. Also keine Ahnung,
was genau da jetzt passiert ist, aber wir sind anscheinend wieder bei 0. Ich warte besondere Aufmerksamkeit, bla bla. So, der bringt 5, das weiß ich noch. Den haben wir auch eben schon eigentlich gemacht. Brieffreundin Beaubatons, genau, hat man mich auch schon damals nicht interessiert. Wenn wir das hier machen, dürfen wir zumindest einen Stern kriegen. Ob das dann reicht? Ich bin beeindruckt davon, wie pflichtbewusst sie mitschreiben. Das reicht nicht mal für einen Stern. Das wird niemals, das wird nicht reichen für beide, definitiv nicht. Was ist denn das für ein Mist mit diesem blöden Energie zurücksetzen? Das verstehe ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt werden wir sehen, ob sie aufgepasst haben. Ja, ja, ja. Welche Insekten werden im Verwandlungsunterricht zu Übungen in Knöpfe verwandelt? Ich würde mal sagen Käfer, aber warum könnte man denn? Man könnte bestimmt auch Hummeln in Knöpfe verwandeln, aber gut. Wir nehmen das, was wir wissen. Man könnte auch Schmeißfliegen in Knöpfe verwandeln. Das steht einem ja wohl frei, welches Insekt man dafür nimmt. Ja, ja, da freut sie sich. Wir freuen uns ja sowieso gefühlt immer. Worüber ich mich nicht freue, ist über die Energiesache. Die ist echt ein bisschen nervig. Die Form einprägen. Ja, Reparo. Im Spiel ist das, im fünften ist das hier so ein Kreis. Stellen Sie sich das Objekt vor Ihrem geistigen Auge vor, um die Verwandlung korrekt auszuführen. Kessel. Der ist gar nicht kaputt. Ja, wow. 1 bringt mir ja nichts. 3. Rome bringt auch nur 1. Dann kritzeln wir erstmal auf dem Tisch rum. Und noch einen schönen Kaugummi drunter kleben. Mm, geil. Mit dieser Skizze vergesse ich die Zauberstabbewegung für diesen Zauberspruch nicht. Ja, sehr klug. Wow, jetzt bringt ja alles richtig viel dir. Erstmal Rowan, der 20 Reihen hinter uns sitzt, was zu flüstern. Nice Sache. Oh, habe ich noch 4? Ja, okay. Fürs Grübeln reicht's noch. Hm, ja, oh, ich fasse ich mir erstmal die Nase. Ich frage mich, wie viele von den Dingen hier mal was anderes waren. Es ist tatsächlich eine gute Frage. Zum Beispiel dieser Kessel hier, den wir erstmal skizzieren. Diese Verwandlung wird ein Kunstwerk. Was denn für eine Verwandlung? Reparo ist das. Wir reparieren den Scheiß. Jetzt habe ich leider ein Problem. 10 Energie kosten 20. Ja, was soll das? Es muss jetzt leider sein, weil dieses blöde System ja so scheiße ist. Ja, wenn wir das Lernen hier durchhaben, sollte es reichen. Sag ich das Richtige? Ja, halt's Maul. Hauptsache, wir haben die 2 Sterne. Schön ist das nicht gewesen, aber okay, haben wir ein bisschen in Edelsteinen ausgegeben, wenn wir noch genug. Versuchen Sie sich jetzt, ohne das Objekt an diese Form zu erinnern. Ja, Kessel. Ein Kessel sieht nun mal so aus. Ich glaube, das hätte man auch ohne viel Übung hingekriegt, McGonagall. Aber solange wir sie beeindrucken, ist alles gut. Wow, habe ich mich erinnert, wie ein Kessel aussieht. Ich bin so ein krasser Schüler. Ja, ein zicken Hut, die Frau, ey. Sieht voll nice aus. Übelst groß. So. Okay. Coole Sache. Zumindest Reparo freigeschaltet. Das müssen wir jetzt irgendwann noch zu Ende lernen. Aber zumindest das meiste davon haben wir schon mal gemacht. Er ist schon mal bereit, gelernt zu werden. Das hier werden wir irgendwann ja noch machen, wenn wir Energie haben. Ja, und jetzt gerade würde ich sagen, warten wir auf Revelio, den wir lernen. Den Zauber, der Geheimnisse aufdeckt. Den fortgeschrittenen Verwandlungszauber, den wir natürlich brauchen, um die verwunschenen Verliese zu finden. Oder vielmehr, um da in diesem Gang zu gucken, was sich hinter der Wand verbirgt. Hoffe ich mal, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Ich meine schon. Und ja, dann sehen wir uns. Was hat sich der eine, der da gerade gemeldet? Habt ihr das gesehen? Was ein Streber. Er meldet sich, obwohl die Stunde vorbei ist. Naja, gut. Gehen wir nochmal kurz rein hier. Gibt der mir eigentlich Energie? Nö. Da gehe ich jetzt mal ganz kurz hin. Der meldet sich immer noch, aber er wird einfach nicht drangenommen. McGonagall denkt sich, nö, du kannst deine Hand schön oben lassen. Na gut, ich lade auf. Wir lernen hoffentlich bald Revelio. So, da sind wir wieder. Er meldet sich hier immer noch fleißig und tapfer, weil er hat es einfach drauf. Und jetzt ist die Frage, mache ich mit der Hauptquest weiter oder mit Merula? Revelio lernen. Ich habe eigentlich Bock drauf, die Merula-Quest zu machen. Sie macht weiterhin Ärger und wir können sie jetzt im Zaubertränkeunterricht damit mal konfrontieren, was die da für eine Scheiße mal macht. Die fällt ihr wohl ein, uns zu drohen, dass sie uns in einem Duell besiegen. Oh, die Ratte. Oh, ich hätte die so gerne. Aber ich habe leider keine Edelsteine. Vielleicht, nachdem wir die in den Hauscup gewonnen haben, vielleicht können wir uns dann irgendwas leisten. So, Merula. Was fällt dir eigentlich ein, mich zu bedrohen und zu sagen, du willst mich in einem Duell besiegen? Ja, wir wissen beide, dass das nicht passiert. Oh, wir haben jetzt einfach eine Zaubertrankstunde? Auf dem Regal sind die Zutaten für den heutigen Unterricht. Wir sollten sie uns ansehen. Ich habe schon das Richtige gedrückt, oder? Ja, ich glaube schon. Was gibt's denn hier im Regal? Was gibt's denn hier Schönes? Das Zeug in der Flasche. Ich glaube, es bewegt sich. Du, das ist in Zaubertränken nichts Ungewöhnliches. Es gibt hier bestimmt auch Lebenssachen, die man da rein
Ballard. Wir sind im Unterricht, Zaubertränke und nicht im Suchunterricht. Ja, Roan, wenn du besser weißt, wo der ganze Scheiß steht, ja, dann sag was. Dann melde dich, aber ich muss hier suchen. Für den ersten Stern. Oh, das dauert aber, zieht aber viel Energie, um überhaupt einen Stern zu kriegen. Es ist zu dunkel, um die Etiketten auf den Gläsern zu lesen. Verwende Lumos, um besser zu sehen. Oh ja. Endlich mal einen praktischen Nutzen für diesen Zauber. Nicht nur als Duellzauber. Aber ja, den können wir. Das wissen wir alle. Ist immer noch unser Signature-Spell. Wie bei Harry Expelliarmus ist das bei uns Lumos. Wird immer verwendet, egal in welcher Lebenslage. Geht immer. Ist immer effektiv, vor allen Dingen im Duell auch. Super gut. Oh, Snap ist auch da. Habe ich gar nicht gesehen. Auf das Zerstoßen von Zutaten vorbereiten. Im heutigen Unterricht müssen sie die Zutaten mit Mörser und Stößel zerstoßen. Ja, das haben wir auch schon mal gemacht. Wir haben lange keine Zaubertränke mehr, ne? Eigentlich. Aber Stößel begutachten muss jetzt nicht sein. Wir wundern uns, wo der Mörser ist. Soll ich das zu Stückchen oder zu einer Paste zerstoßen? Ist das nicht eigentlich selbsterklärend? Wenn man nur irgendwie trockene Sachen hat, werden da Stückchen draus. Wenn man dann irgendwie Wasser mit beimischt, dann wird eine Paste draus, oder nicht? Mal gucken, was er zum Stöße sagt. Ich mache mir gern die Hände schmutzig. Jawohl, Mann. Das ist die richtige Arbeitseinstellung. Erstmal welche Sachen aufdrehen und den zweiten Stern holen. Ah, 15 Wissen nehme ich mit. Das ist eine Menge. Alles bereit. Jetzt muss ich die Zutaten richtig zerstoßen. Warum machen wir gerade Zaubertränke? Bin ich dumm? Habe ich das Falsche ausgewählt? Ne, wir sind gerade in der Sidequest. Die ist auch verschwunden. Oh, ja. Das hier rein. Vielleicht mischt Merula am Ende irgendeinen Scheiß in unseren Zaubertrank oder so. Das kann ich mir richtig vorstellen, ne? Bei der kann ich mir das richtig vorstellen, dass sie das am Ende macht. Das wäre echt nicht nett. Wir sind so gut am Zerstoßen hier, ey. Das wird der beste Trank, den jemals jemand gebraut hat bei Snape. Okay, wir haben noch 9 Energie. Nicht viel. Wahrscheinlich wird die eh wieder zurückgesetzt. Geben Sie Ihre Zutaten in Ihre Kessel, ohne etwas zu verspritzen. Das ist echt doof mit dem Zurücksetzen. Das ist echt nervig. Alter, was macht Roan denn da für eine kranke Scheiße? Starren. Jawohl, erstmal mehr Ruhe angucken. Boah, machst du da Scheiße? Schaust du bei mir ab, nix? Nee. Ich bin nämlich viel besserer. Wenn ich von dir abschauen würde, dann... ich guck lieber von Roan ab, weil der macht da schon echt geile Sachen. Denk daran, aus sicherer Höhe zu streuen. Ja. Ja, was heißt aus sicherer Höhe? Das ist ja auch subjektiv, ne? Komm, lass es reichen. Das reicht! Nein, das reicht nicht! Oh nee, ist das... Mann, ist das ärgerlich. Das wird doch bestimmt wieder alles zurückgesetzt. Außer natürlich, ich lasse die App an. Und warte jetzt einfach 6 Minuten und komme dann sofort wieder da. Das versuche ich auf jeden Fall mal, ob das funktioniert. Ich komme jetzt nach 6 Minuten ganz kurz wieder. Das seht ihr jetzt. Das Spiel hat sich zwar gedacht, hey, ich schließe mich von selbst, aber aus irgendeinem Grund ist die Energie noch da. Deswegen sammeln wir nochmal ganz kurz hier die Töpfe ab. Ihre Zaubertrankzutaten sollten jetzt brodeln. Ich bin Snape. Boah, 40. 40 ist verdammt viel. Das nehmen wir mit. Ich muss meine Zutaten in den Kessel geben und zwar zum absolut richtigen Zeitpunkt. Oh. Ist das auch noch hier zeitlich getimed oder was? Diesem wunderschönen Bogen hier. Nice. Den hohen Bogen und den komischen Blubbertrank da rein. Ja. Bitte explodier nicht. Ne, guck mal, das sieht gut aus. So wie es bei Roan auch aussieht. Das muss richtig sein. Ja, noch einer kann nicht schaden, aber vielleicht ein bisschen viel. Roan freut sich. Hey, der hat das voll kacke gemacht. Okay, noch mehr Wissen ist gut. Das muss langsam mal hier hinterherziehen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Erstmal jetzt warte ich kurz, nicht, dass ich wieder Cutscene skippe. Rühren vorbereiten. So muss man sich erstmal darauf vorbereiten. Auch einfache Tätigkeiten wie das Umrühren müssen perfekt ausgeführt werden. Ich werde Ihre diesbezüglichen Versuche beobachten. Ja. Ist schon kompliziert zu rühren, auf jeden Fall. Boah, wir brauchen doch übelst viel, um da aufzusteigen. Krass, wieso ist Wissen so weit hinten? Das ist echt seltsam. Aber gut, kann ich mitleben. Ja, ne? Aufladen und so, ihr wisst, wie das läuft. Energie ist so gut wie voll. Leider nicht ganz, aber ich denke, für 2 Sterne sollte das reichen. Oder, Roan? Naja, wir gucken eher Merula zu. Wieder mal von ihr abgucken. Wie wird er auch sitzen, ey? Wir machen gar nichts. Das sieht Snape aber doch bestimmt nicht gerne, oder? Also würde ich mir nicht trauen bei dem Unterricht, ehrlich gesagt. Das darf ich nicht vergessen, ja. Vor allen Dingen sollst du mal was tun hier. Das ist gefährlich. Guck mal, wie der schon rumtigert, ne? Der Snape. Der kommt gleich an und sagt, sie arbeiten ja gar nicht. Ja, hier, Wissen. Wissen brauchen wir. Ich muss meinen Kessel umrühren. Hoffentlich mache ich es richtig. Ja, umrühren ist so unglaublich kompliziert. Ach du Scheiße, das ist ja tatsächlich kompliziert. Aber wenn man das so in Spiralen machen muss, ist natürlich noch was anderes. Ne? Aber haben wir hingekriegt, ist ja gar kein Problem.
Kommt noch eine Handvoll irgendein Pulver rein und dann läuft das einfach. Guck mal, Rowan freut sich auch. Er grinst sich auch ein. Mensch, ich bin so gut in Zaubertränke. Boah, krasse Sache. Okay, noch ein Stern. Das sollten wir easy schaffen mit der Energie. Für die Stunde des Zaubertranks vorbereiten. Da bin ich gespannt, was danach passiert. Ob Merula Stress will? Machen Sie Ihre Tränke fertig. Ich dulde keine Faulheit. Aber warum müssen wir das denn jetzt machen? Ich habe doch Stress mit Merula und nicht mit Snape. Riss versiegeln? Mein Kessel darf nicht auslaufen. Ja, das habe ich schon gut erkannt, aber... Wirbeln? Was wirbeln wir denn? Ich bin bereit, meinen Zaubertrank fertig zu brauen. Ja, gut. Gute Sache, aber... Komische Bezeichnung dafür. Unsere Zaubertränke sehen leicht unterschiedlich aus. Meinst du, mit meinem stimmt was nicht? Also meiner ist perfekt. Ich habe nicht mal einen Kessel. Meiner ist gut, Bro. Ne? Wenn, dann ist das deiner. Mein Arbeitsplatz ist ein wenig dreckig. Oh, 5 ist zu... Ne, 5 würden wir sogar auch schaffen. Aber 2 dürfte schon reichen. Was holen Sie jetzt schon wieder? Nix. Tja, Rowans Zaubertrank wird auf jeden Fall scheiße sein, das weiß man ja jetzt schon, weil er anders aussieht als unserer, nicht vorhandener. Ich bin fast fertig, jetzt ist Zeit, meinem Trank den letzten Schliff zu geben. Okay. Wehe, dass ich habe jetzt aus Versehen eine normale Stunde Zaubertränke angewählt und habe jetzt gar nicht die Merula-Quest. Da bin ich sauer. Das könnte nämlich durchaus passiert sein, weil das kommt mir irgendwie seltsam vor. Merula will Stress und wir brauchen erstmal einfach irgendeinen Trank, random fertig. Das ist doch irgendwie nicht richtig, oder? Oder ist es das? 10 Punkte... Die nehmen wir natürlich mit. Hast du hier Wissen? Bla bla. So, jetzt bin ich gespannt. Erfolg ist schon mal gut. 5 Hauspunkte, okay. Aber Erfolg bei was? Okay, es scheint doch so zu sein. Wir werden sicher niemals Freunde. Aber lass uns das doch vergessen, was letztes Jahr passiert. Passierte interessiert keinen. Es interessiert keinen. Jedes Mal, wenn von Kämpfen gesprochen wird, sagt jemand etwas über unseren Kampf. Ja, du bist halt scheiße, Merula. Ey, siehst doch ein. Jedes Mal, wenn ich von meinen Stärken spreche, sagt man mir, du bist noch mächtiger. Und da haben sie recht, Merula, da haben sie recht. Jedes Mal, wenn ich dein dummes Gesicht sehe, will ich es mit dem weichen Zurückfluch kaputt machen. Mit Flipendo, sag doch Flipendo, Mann, das klingt viel cooler. Wenn du kein Feigling bist wie dein Freund oder verrückt wie dein Bruder, wirst du nochmal gegen mich kämpfen. Auf jeden. Wenn ich dich wieder besiege, kannst du dann deinen Frieden damit machen? So oder so wird es das letzte Mal sein, dass wir kämpfen, Nix. Oho. Die hat einfach Avada Kedavra gelernt und macht der Sache ganz schnell ein Ende. Du solltest dich darauf vorbereiten. Nicht, dass es dir was nützen würde, aber... Ach, Merula. Ich würde mich super gerne wieder mit dir duellieren. Penny besiegen? Och, wenn Merula sich im Duell revanchieren will, müsst du trainieren. Ich kann erst helfen. Ich kann helfen. Ich muss mich nur eben aufwärmen. Ja, Penny, ne? Ist klar. Aufwärmen nennt sie das. Ich nehme nicht an, dass ich Revelio schon lernen kann ohne Energie, weil eigentlich brauchen wir für sowas immer Energie. Ich gucke nur mal kurz, wie viel tatsächlich. Verwandlung, Revelio erlernen. Einzelunterricht mit McGonagall klingt auf jeden Fall verlockend, nicht? Hätte ich jetzt keinen Bock drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Sie ist ja tatsächlich alleine. Der Meldefuchs ist weg. Ich bin von Ihrer Arbeitszeitung sehr beeindruckt, Mr. Nix. Danke. Sie haben große Fortschritte in der Verwandlung gemacht, sowohl im Unterricht als auch in den privaten Stunden. Vielen Dank, Professor. Meinen Sie wirklich, dass ich bereit bin, Revelio zu lernen? Diesen unfassbar krassen Zauber, den nur unfassbar gute Schüler lernen können? Das meine ich. Passen Sie gut auf. Der Revelio-Zauber enthüllt das wahre Aussehen von Dingen und macht Unsichtbares sichtbar. Fangen wir an. Gerne doch. Aber brauche ich Energie für. Oh, 5 Edelsteine, das ist schon mal nicht schlecht, aber 5 Sterne zu bestehen... Ist nochmal eine Nummer. Was wir noch ganz kurz machen können. Jede Folge können wir da so eine Sache zwischensneaken. Komme ich hier nicht mehr raus? Komme ich hier nicht mehr raus? McGonagall hat mich jetzt ernsthaft eingeschlossen, oder was? Fuck. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen Koboldstein spielen, aber anscheinend sind wir zu unserer Übung gelaufen und kommen jetzt hier nicht mehr weg. Gut, ne? Dann muss ich wohl erstmal Revelio lernen, bevor wir irgendwas anderes machen. Tja, ne? Kurz Energie aufladen. Na, dann wollen wir mal Revelio lernen, wa? Solange wir in dem Raum eingesperrt sind mit McGonagall, das ist nicht so schön. Da müssen wir raus. Konzentrieren Sie sich, Mr. Nix. Okay, sie macht es uns vor. Der Kessel ist in Wahrheit. Ja, ja. Komm. Zeig her. Verwandle ihn. McGonagall. Oh, jetzt. Okay, da hat ja gut funktioniert, Mensch. Da kann ich mir ja viel von abgucken. Jetzt steckt sie ganz stolz ihren Zauberstab weg. Ja, super, super geil. Auf deine Form achten, ja. Also wenn ich das genauso gut mache wie sie,
Ich werde jetzt den Revelio-Zauber vorführen. Habe ich gesehen. Ich konzentriere mich auf den Tisch. Der Tisch ist in Wirklichkeit ein verzauberter Tisch. Und mit Revelio können wir ihn aufdecken. Ach, guck mal, ein Stern. Das ist schon nicht schlecht. Wir brauchen halt 5 zum Bestehen, aber wir haben auch 3 Stunden Zeit immerhin. Was ist das? Auf die Zauberstabbewegung achten. Ja, machen wir. Das ist so lang, das passt da gar nicht in diese Blase. Oh, das reicht fast. Ich denke mal, der Dreier reicht. Oder warte mal, eben hatten wir einen Vierer und einen Fünfer. Das hat auf jeden Fall gereicht. Jetzt hätten wir einen Fünfer. Ja, der Vierer reicht auf jeden Fall. Ich nehme den. Wir wollen ja keine Energie verschwenden hier. Wir achten auf unsere Form, so wie das sein muss. Sie hat immer noch den Dreier. Noch wieder ein Fünfer. Nice. Ey, hier geht es immerhin hohe Zahlen bei dem Revelio-Lernen. Auch wenn sie mir irgendwie nicht wirklich was beibringt. Das war nicht so gut, was sie da gemacht hat. Das ist der dritte Stern. Sehr schön. Damit haben wir schon mehr als die Hälfte. Was heißt, wenn ich einmal auflade, dann ist alles gut. Und ich habe das Gefühl, in dem Part mussten wir natürlich viel aufladen. Oh, jetzt kann ich aber auch hier raus. Guck mal einer an. Jetzt auf einmal geht es. Was ein Blödsinn. Eben kam ich da nicht mehr aus dem Raum raus. Jetzt können wir mit Merulas Rache parallel weitermachen, ne? Wir müssen erstmal mit Penny trainieren. Wir müssen natürlich wieder ein bisschen in Form kommen. Ist ein Jährchen her, seitdem wir uns duelliert haben. Also, die Lumos-Zauber müssen wieder geübt werden. Sonst läuft hier gar nichts. Aber Penny, kann Penny was? Ja, okay, die ist vielleicht nicht schlecht, ne? Aber die machen wir fertig. Penny Haywood, komm. Komm her. Lass dich fertig machen. Na, da ist er ja. Wieder Schüler gehen, das ist ja cool. Dass sie einfach hier so rumlaufen. Vielen Dank, dass du mich auf den Kampf gegen Merula vorbereiten willst, Penny. Das hättest du nicht tun müssen. Das mache ich gerne, Nix. Ich will lernen, wie man kämpft und dass Merula kriegt, was sie verdient. Wie, sie will lernen, dass wie man kämpft. Was ist denn das für eine Vorbereitung? Das bringt mir ja gar nichts. Wenn du im Kämpfen nur halb so gut bist wie im Braun von Zaubertränken, sieht es schlecht für mich aus. Sei gnädig. Ach, als ob. Die kann nix. Wenn die gerade erst anfängt, dann machen wir die wieder fertig. 200 Gold. Na gut. Muss ja leider sein. Ich nehme an, sie ist erstmal defensiv. Deswegen gehe ich auf hinterhältig. Oh, okay. Sie geht erstmal voll drauf. Alles klar. Oh, Expelliarmus. Hat mir gut gezogen. Gehe ich auf aggressiv. Ach, come on. Was ist mit dir denn falsch? Die rasiert mich. Was war das? Protego? Wow. Sie hat sich geheilt. Obwohl ihr kein Leben fehlt. Das war verdammt klug. Okay, doppelt hinterhältig. Hält besser. Das heißt, theoretisch kommt jetzt wieder aggressiv bei ihr, oder? Oh, tatsächlich, die hat so einen Kreis. Die hat so einen Cycle. Ich hab's begriffen. Episki habe ich noch nicht. Ach, das war das, was sie gemacht hat. Ist ja ein Heilzauber, der quasi die Knochen wieder einrenkt. ja, Heilung brauche ich nicht. Leider haben wir nur das hier. Ah, jetzt check ich das. Weil wir defensiv angegriffen haben. Jetzt check ich das. Und da gibt es immer andere Zauber, je nachdem, welchen Modus wir auswählen. Das ist nicht nur, um zu quasi Schere, Stein, Papier zu gewinnen, sondern das ist halt... Ah, okay, jetzt ging es nicht im Kreis bei ihr. Toll. Heilt sie sich natürlich hoch. Ich nehme mal aggressiv. Ach, komm schon. Das war was ganz Gewagtes. Hinterhältig. Ernsthaft? Aber ich habe mich geheilt. Nice. Und jetzt mache ich nochmal hinterhältig. Ha, okay. Sehr schön. Jetzt kann ich nämlich Rictu Sempra machen und Flipendo auch. Schwache Betäubung, starke Verringerung. Komm, Flipendo voll aufs Maul. Betäubung braucht doch keiner. Ist wie bei Pokémon, einfach drauf. Komm schon. Ah, boah, das hat aber echt gut gezogen. Das Problem ist, dass sie sich jetzt hochheilt, wenn ich das Falsche auswähle. Habe ich aber nicht. Oh, Penny. Das sieht nicht gut aus für dich. Expelliarmus, den können wir schon ewig. Guter Duellzauber. Und weg ist der Zauberstab, würde ich sagen. Ah, oh, es reicht noch nicht. Scheiße. Defensiv vielleicht? Nein, sie gewinnt. Ärgerlich. Was war das? Alter, der übelst krass gezogen. Ich glaube, das war auch Flipendo. Mann, hör auf, Penny. Die macht mich fertig, ne? Jetzt wirft sie mich mit ihrem scheiß Fiolending ab. Alter, die killt mich. Im Zweifel. Oh, sehr gut. Boah, das war echt ein knapper Kampf, ey. Penny ist auf jeden Fall bis jetzt die härteste Gegnerin gewesen. Gut, wir haben auch gegen Ben und Merula gekämpft, ne? Seien wir mal ehrlich. Die Konkurrenz ist nicht so groß. Aber jetzt ist der Zauberstab weg. Schöne Sache, Harry. Nicht Harry. Aber ja.
Nice, 200 XP, nimm mal mit. Gut Arbeit, Penny. Der Kampf war nicht schlecht. Du bist jetzt schon eine ausgezeichnete Kämpferin. Ja, wenn die ein bisschen trainiert, werden wir da, glaube ich, verdammt Probleme kriegen gegen. Danke, Nix. Ich habe viel gelernt. Hast du eine Idee, wie du Merula dieses Mal schlagen wirst? Greif zuerst dein Lenk sie ab, lass dich nicht treffen. Ja, ganz ehrlich. Ist einfach das Klügste. Nicht wirklich. Ich versuche nur am Leben zu bleiben. Als ob die wirklich mit Avada Kedavra ankommt, ey. Viel Glück, Nix. Wir stehen alle hinter dir. Danke. Ganz weit hinter mir, ne? Ich kenn das. So, jetzt bin ich gespannt. Merula besiegen. Okay, interessant. Es gibt tatsächlich noch ein Duell mit Merula. Das finde ich cool. Allerdings erst in 8 Stunden. Wir müssen uns erstmal vorbereiten auf dieses intense Duell. Aber cool. Das heißt, irgendwann werden wir sie noch konfrontieren müssen. Und sie wird nicht glücklich drüber sein, wenn wir sie wieder schlagen. Aber ich nehme an, die dürfte ein bisschen stärker sein mittlerweile. Vielleicht müssten wir uns nochmal kurz... Ne, das ist der falsche Knopf. Das ist auch der falsche. Warum gehe ich nicht auf den obviousen Kleiderbügel? Vielleicht müssen wir uns noch mal ganz kurz irgendwas kaufen, was unser Wissen boostet. Was zum Teufel ist das? Das sieht ja mal absolut kacke aus. Hier, nehmen wir das hier. 500 Gold. Gönnen wir uns. Habt ihr mal 60 Punkte. Damit sind wir Level 11. Insofern bin ich zufrieden damit. Was wir jetzt noch kurz machen können, was ich glaube ich schon eben wollte, als wir nicht aus Verwandlung rauskamen. Wir können auch mal ganz kurz... Ne, das ist der falsche Stock. Hoppala. Ich kenne mich richtig aus hier im Schloss. Schlossgelände West. Bin ich da nicht? Haben mich wahrscheinlich verklickt. Oder falsch geklickt. Eins von beiden. Ich wollte mal ganz kurz hier ein Sandwich essen mit meinem alten Freund Ben Cobber. Ne, den haben wir lange nicht gesehen. Er ist aus dem Eis erwacht. Jetzt kann er wieder Fake Sandwiches essen, obwohl er gar nicht abbeißt. Wir kennen's. Man kennt es. Hier mit meinem Freund essen. Ben, auf geht's. 35 Gold haben wir easy. Für Ben brauchen wir auch keine großen Attribute. Ich habe Angst vor schwersten Albträumen zu leichten Besorgnissen. Ich habe meine Ängste von schweren Albträumen zu leichter Besorgnis aufgelistet. Errätst du die Reihenfolge nix? Ach du Scheiße. Vor welcher Lehre habe ich am meisten Angst? Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich glaube, das geht auch allen so. Okay, McGonagall ein bisschen, ja, kann ich verstehen, aber... Ich glaube, das ist bei allen Snape. Bei den allermeisten zumindest. Nice, erster Diamant schon mal. Du kennst mich und meine Ängste recht gut, Nix. Wir werden sehen, ob du den Rest errätst. Ich werde mir Mühe geben. Ben ist echt ein Spacken, ne? Das kann eigentlich normal sein, dass der ein Gryffindor ist. Also der ist safe. Irgendwas faul an dem. Ich weiß nicht was, aber irgendwie... Er ist fishy, der Typ. Vor welchem Ort habe ich am meisten Angst? Azkaban würde Sinn machen. Aber meistens hat man vor Sachen mehr Angst, die auch an einem in der unmittelbaren Umgebung sind. Also der verbotene Wald vielleicht? Ah, es ist tatsächlich Azkaban, okay. Wofür sollte er nach Azkaban? Oh, ist das ein nächster Hinweis? Er hat Angst vor Azkaban, weil er illegale Sachen macht. Sonst müsste er ja keine Angst vor Azkaban haben. Oder? Das sind doch Hinweise hier. Klar, hoffentlich fühlst du dich besser, wenn wir drüber gesprochen haben. Das ist ja echt interessant. Ich glaube immer mehr, dass Ben der Böse ist. Vor welchem Schüler habe ich am meisten Angst? Rowan, dein Vertrauensschüler oder Merula. Ja gut. Ja gut, ne? Sei ehrlich. Erübrigt sich von selbst die Frage. Boah, 10 wenigstens für eine gute Antwort. Das reicht schon für 3 Sterne. Easy. Ich beeindruck nix. Niemand versteht meine ausdauernde Panik so gut wie du. Ja, kein Problem, Ben. Level up. Oh, da kriegen wir vielleicht sogar Energie für. Ne, okay, es reicht dicke nicht für Level up. Egal. Ein bisschen Freundschaftsgeboostet ist immer schön. Und dann muss ich jetzt nochmal ganz kurz aufladen und dann lernen wir Revelio zu Ende. Und dann passt das auch in der Folge noch. Wie viele Sterne hatten wir? Wir hatten 3, ne? Ich werde nochmal ganz kurz gucken gehen. Ja. Okay, dann lade ich kurz auf und dann bis dahin. So, jetzt können wir das hier... Oh, wie ich das abgetimt habe. Genau 1 Stunde. Jetzt können wir das hier noch schnell abschließen. Ah, das bringt zu wenig. Auf die Form achten ist immer wichtig. Den Privatunterricht mit McGonagall, wo sie nichts macht, außer dumm rumzustehen und so zu tun, als ob sie was könnte und am Ende gar nichts zu machen. Also sie ist eine richtig gute Lehrerin, da kann man echt nichts sagen. So, noch 1 Stern und den letzten machen wir jetzt auch noch schnell. Jetzt würde mich mal interessieren, jetzt haben wir ja eh mehr als genug Energie, ob 5 und 3 auch gereicht hätte. Ich tippe einfach mal ja. Ja, da hätten wir uns ein bisschen sparen können, aber passt schon. Versuchen Sie jetzt den Revelio-Zauber, Mr. Nix. Ach du Scheiße. Ah, es ist ein R. Macht Sinn bei dem Namen. Revelio. Geile Sache. Jetzt bin ich gespannt, was dieser Kessel war. Revelio.
Oh, ist eigentlich eine Katze. Oh, die sieht voll süß aus. Wie sie genau in die Kamera guckt. Gut gemacht, Mr. Nix. Dieser Zauber wird Ingis gute Dienste leisten. Er kann Nachrichten, Verkleidungen und sogar Geheimgänge enthüllen. Oh, so ein Spionagezauber oder was? Ich sollte in den Korridor zurückkehren und mich umsehen. Habe ich das gerade laut gesagt? Ich hoffe nicht, oder? Warum ist da ein Spinnennetz über der Eingangstür? Naja. Mysteriös alles. 50 Gold, nice. Nehme ich gerne mit. Hauspokal, kann ja trotzdem mal gucken. Ah, die anderen entgleiten uns immer mehr. Das ist nicht gut. Wir brauchen wieder Dumbledores Hilfe. Muss uns wieder Mitleidspunkte geben. Mit Ron treffen. Du hast Revelio gelernt. Toll. Heute Nacht durchsuchen wir den Eiskorridor. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht laut gesagt, sodass McGonagall das gehört hat. Das wird zwar ganz schön dumm, aber meinem Typen traue ich das definitiv zu. Aber gut, jetzt momentan, wie man sieht, Reparo haben wir keine, nicht genug Energie und ansonsten können wir auch nichts machen. Würde ich sagen, ist doch hier ein perfektes Ende für den Part. Und dann geht es im nächsten mit zwei spannenden Sachen weiter. Wir durchsuchen den Korridor und duellieren uns wahrscheinlich mit Merula. Das könnte ein spektakulärer Part werden. Bis dahin, haut rein, danke fürs Zuschauen, noch einen schönen Tag und ciao.